Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. Und wie ich versprochen habe, wir haben den Drachen wieder erledigt und sind jetzt wieder hier. Ich speichere dementsprechend nochmal kurz ganz schnell. So. Schnell speichern, erledigt. Alles Klärchen. So, jetzt haben wir das mit dem Drachen erledigt. Jetzt können wir hier endlich mal unserer Quest nachgehen. Die Frage ist nur, wo muss... Da mussten wir hin. Ich werde nochmal gerade checken. Genau, töte den Vampirmeister. Dann müssen wir da zu der Höhle. Und das wollen wir jetzt auch endlich mal machen. Ist wieder ein Buggy-Festival geworden hier. Junge, du bist zu spät. Der Drache ist schon tot. Was kommst du jetzt hier rausgerannt? Ja, ja. Wache hat's bestätigt. Drache hinüber. Sodele. Dann wollen wir mal gucken, wo... Wie weit ist denn das? Nicht das... Nee, geht. Ich dachte jetzt nicht, dass ich hier gleich, wer weiß, wie viel Kilometer laufen muss und hab da nicht mit gerechnet. Nicht, dass das eine Spaziergehfolge wird. Aber nein, das ist hier ganz in der Nähe. Also werden wir mal gucken. Gucken werden wir mal. Wir müssen ja einen Vampirmeister noch erledigen. Und wir haben hier noch einige Sachen nicht aufgedeckt, sehe ich gerade. Das müssen wir auch noch machen. So, ab in die Höhle. Des Magiers. Oder Hexenmeisters oder was. Nicht Höhle des Löwen. Ausnahmsweise. Oh, mir fällt gerade ein, wo ich sehe, Stufe 53. Ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Mal auch schon hatten, als das mit dem Drachen war. Während des Drachenkampfes haben wir... Ja, doch, war beim letzten Mal, glaube ich, schon. Während des Drachenkampfes haben wir eine neue Stufe erreicht. Hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Oh, verdammt. Oh, nein. Und wir haben... Nein. Und wir haben ja aus unserem Gefängnisaufenthalt, wir haben den Bogen nicht wiedergekriegt. Das ist natürlich echt Käse. Ich muss gleich ganz, ganz, ganz dringend wahrscheinlich mal sowas wie Crafting-Folgen irgendwie aufnehmen. Oh, da geht's nicht runter. Ich muss unbedingt Crafting-Folgen aufnehmen. Dass wir hier mal wieder eine Schmiedefolge haben. Just for fun. Aber halt nicht nur just for fun, sondern dass wir... Dass wir auch einen neuen... Ja. Dass wir auch einen neuen Bogen kriegen. Oh, reiche Spinnen. Die haben Silberringe dabei. Ah, Igitt. Alles schon wieder voll mit Spinnen. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Okay, hier ist ziemlich duster. Aber hier wird es wieder heller. Okay. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ihr nichts sehen könnt. Ja! Ja, das hat für dich aber ganz easy gereicht, Madame. Auch wenn das alles war, was wir können. Ih, Totenschädel. Ih. Okay, was haben wir hier? Okay, ich muss doch wieder eine Fackel rauskramen. Torch da. Sonst seht nicht nur ihr nichts, hier sehe ich auch nichts. Okay, da geht's noch weiter. Da oben geht's hier hoch. Oh, es geht hier in drei Richtungen. Es geht hier in drei Richtungen. Warte mal, wo bin ich denn überhaupt lang? Ups. Entschuldigung, falsche Taste. Warte mal, von wo kam ich denn jetzt? Ich kam hier raus, genau. Karte, ich kam hier, genau, hier kam ich raus. Links geht's in eine Höhle und da hinten geradeaus geht's irgendwo noch hin. Okay, ich gehe erstmal hier hinten geradeaus, weil das so ein bisschen versteckt aussah. Moment, hier ging's tatsächlich lang. Habe ich mir nicht eingebildet. Ah, ja, nur ein versteckter Vorratsraum. Komische Vorräte. Okay, nur ein versteckter Vorratsraum, wollte ich gerade sagen. Aber das sind keine Vorräte. Oh, und da oben ist wohl ein Rückweg, weil da kommen wir nicht hoch. Okay, dann war es nicht ganz so verwirrend. Dann müssen wir hier wirklich durch und dann müssen wir mal weiterschauen. Sieht aus, als
als hättet ihr noch ein wenig Gold in euren Taschen, nicht wahr? Oh, oh. Ja. Alter, das ist alles so rötlich düster. Das macht mir so ein bisschen Sorge. Lass mich euch diesen Geld. Ein Moment. Von links kamen wir. Geradeaus oder rechts müssen wir weiter. So schöne Stiefel, die ihr da anhabt. Schöne Stiefel, die... Wo denn? Da unten ist der. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, so. Alles klar. Okay, den hat es relativ schnell zerrissen. Gott sei Dank sind wir, auch wenn wir ein bisschen zurückgesetzt wurden von unserem Skill, sind wir doch noch ein recht guter Kämpfer. Was haben wir hier? Klamotten. Hier liegen überall Klamotten. Oh nein, Alter, wie widerlich. Alter, die haben hier ein Massengrab. Boah, ist das abartig. Ich muss wieder raus. Igitt. Alter, die haben hier ein Massengrab. Wie krass ist das denn? Hier liegen überall schon tausende Klamotten. Unzählige Klamotten liegen hier rum. Alter, ich will nicht wissen, wie viele Leute die schon umgebracht haben. Hier liegen überall die Knochen und Schädel und... Oh. Alles voll Knochen, Schädel, Leichen. Boah. Alter, die sind echt nicht witzig. Warte mal, hier war doch irgendwo... Genau, den Trank nehmen wir noch mit. Die auch, wenn wir schon mal hier sind. Und ich glaube... Ja, hier ist, glaube ich, nichts weiter. Dann geht es hier geradeaus weiter. Ja, da ist nichts. Dann geht es hier geradeaus weiter. Oh, Hilfe. Hier geht es unten und oben lang. Oh, Eisenerz. Eisenerz. Kann ich das gerade abbauen, bevor irgendwas passiert? Ja. Bevor mich einer sieht, schnell das Eisenerz mitnehmen. Schnell das Eisenerz mitnehmen. Wie gesagt, wir müssen unbedingt eine Schmiedefolge machen. Ich brauche ja einen neuen Bogen und so. Ach, jetzt... Fackel kannst du auch wieder auspacken. So. Oh, oh, da ist er. Da, alles klar. Okay, sorry, auch wenn es jetzt ein bisschen dunkler wird, aber das ist eine Riesengruppe. Was heißt riesen? Aber es sind einige Leute. Ja, alles klar. Und das sind nicht gerade die harmlosesten. Ich muss jetzt leider doch... Wow, definitiv ein Schild zur Hand nehmen. Ah. Boah! Boah, verdammt, 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 verdammt! Raus, 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 raus! Hier sehe ich mehr. Oh, Alter! Okay, Zaubertränke. Meine Güte. Höchste Heilung haben wir noch einen. Und kleine Heilung haben wir auch welche. Magika brauchen wir jetzt nicht. Ja, komm, können wir verbraten. Und Regeneration. Ja, Gesundheit regeneriert sich schneller, finde ich gut. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich brauche ewiges Wohlergehen. Nein. Gesundheit ein bisschen erhöhen können wir auch. Ich wollte eigentlich jetzt gucken. Ausdauer. Gut, da reicht der geringe. Mehr habt ihr nicht drauf? Oh, au, 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 au. Alter! Wenn die alle gleichzeitig kommen, machen die so übelst Schaden. Nein, das war verkehrt. Wo war denn Trank der Heilung? Da. Ein echter Ork im Stande. So. Ah, jetzt hier nochmal den Diener. Alter, ich muss... Oh, meine Güte. Ist das fies? Die greifen einen an und er haut immer mit dem Dingens wieder drauf. Er haut immer weiter mit seinen Blitzen drauf. Das ist echt mies. Alter, ich kann mich gar nicht bewegen. Boah, das wird einiges an Tränken kosten. Das wird einiges an Tränken kosten. Weil wir überhaupt nicht an ihn rankommen.
und schon dreimal fast tot. Boah, ich bin schon... Was geht hier ab? Alter, Leute, ich bin Level 54. Wir haben sonst bei keinem mehr irgendwelche Probleme. Und jetzt das? Oh, was? Der beschwört auch noch immer mehr. Alter, was geht hier? Und ich mach kaum Schaden an ihm. Alles klar. Boah, Moment. Moment. Ich muss mal gerade... Boah, heftig. Ich muss mal gerade... Alles klar, heilende Haut. Nein. Heilung? Nein. Verdammt. Was wollte ich denn? Todeszeichen auch nett. Unerbittliche Macht. Ich will die mal wegschleudern. Mein Schwert. So. Ich muss mal gerade mir ein bisschen Luft verschaffen hier. Boah, ich muss ihn erstmal ausschalten. Sonst werde ich die ganzen tausend anderen Viecher nicht los. Meine Güte. Okay, Heilung nochmal. Nochmal Ausdauer. Alter, wie viele? Komm, ich mach dich alle. Nein, nichts ergeben. Wo bist du? Nein, jetzt rennt der weg. Alter, das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Jetzt haut der ab. Der... Alter, nein! Der macht sich unsichtbar und haut ab. Das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Ich muss... Wo ist er hin? Au! Oh, hier ist schon der... Alter, das ist doch... Ein Witz ist das doch. Ich muss... Ich... Boah! Wie übel krass das ist, Leute! Hier ist schon der nächste Vampirdiener wieder. Boah, das gibt es nicht. Das nimmt kein Ende. Ich muss mich... Alter, ich muss mich hier so übel durch die Leute kämpfen. Ah, jetzt kriege ich von ihm wieder auf den Sack. Alter! Ich habe in dem ganzen Spiel noch nie so einen krassen Kampf gehabt. Da ist er schon wieder, Alter. Er hat sich wenigstens nicht geheilt. Er hat sich wenigstens nicht geheilt. Alter, ich brauche nochmal einen Trank. Boah, wie übel das ist. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Schitte. Boah, Vampirstaub. Und nicht mal tolle Ausrüstung hat er dabei. Nicht mal tolle Ausrüstung? Das ist doch nicht wahr. Okay, jetzt kann ich Fackel wieder. Heftig. Alter, so heftig, Leute. Was haben wir hier? Ein Buch. Dietriche, Wasseratmung, Vampirstaub. Bisschen Gedöns. Dietrich, Geld, Saphir, Vampirstaub. Das nehmen wir alles mit. Ich will jetzt gerade mal hier abklappern, was wir eben alle eingesackt haben. Beziehungsweise, was wir umgebracht haben und nicht eingesackt haben. So rum. Alter. Einiges an Gold. Hier, der Ascherhaufen hat nichts. Der Ascherhaufen hat auch nichts. Boah, wie krass. Ich habe noch nie so Probleme gehabt. Die haben so Schaden ausgeteilt, weil er auch immer wieder tausend andere Viecher dabei hatte. Alva? Alva? Kann ich mit dir reden? Nein. Kann ich Waffe wegstecken? Nein, sie ist jetzt Feind und damit Feind. Aber sie ist gar nicht verletzt, sie ist... Gnade! Ja, würde ich. Ich kann nicht. Ich kann sie nicht ansprechen. Tut mir leid. Dann geht's nur so. Dann geht es nur so. Schlüssel zu Alvas Haus. Vampirstaub. Ja gut, sie war halt auch ein Vampir. Sie wäre auch eine Gefahr gewesen für das Dorf. Aber das tut mir schon ein bisschen leid irgendwie. Aber war jetzt nicht anders zu lösen.
So, okay, jetzt können wir uns hier erstmal in Ruhe umgucken. Hier ist ja doch, hier sind zwei Eingänge, von unten kamen wir. Hier nach links. Ach, das ist da oben. Und dann kommen wir hier unten wieder raus. Okay, dann gehe ich mal da oben lang. Und dann räumen wir den Raum gleich leer. Dann gehe ich erstmal oben lang. Oh, meine Güte. Aber das war echt heftig, oder? Das, sowas hatte ich ja noch nie. Dass ich so gar keine Schnitte irgendwie hatte und dauernd nur am Tränke schlucken war. Das habe ich ja noch nie gehabt. Das war richtig krass. Haufenweise Stiefel. Ein Zauberbuch, was unsere Illusion verbessert. Magische Stiefel von ihm. Okay, das geht. So, wo geht's hier weiter? Hier ist eine Höhle, so eine Nische. Wo scheinbar auch noch einige Leute geschlafen haben, übernachtet haben. Alles Vampire, aber ein paar Tomaten haben sie. Okay. Oh, hier wieder Eisen. Moment, kurz schön peischern. Bevor hier wieder was schief geht und dann gerade nochmal klöppeln. Wir brauchen ja Material, Material, Material. Boah, war das krass. Ich weiß nicht, ob das kam jetzt, weil es immer schwerer wird und wir aber parallel dazu vielleicht jetzt so viele Skills und Fähigkeiten auf einmal auf Dingens umgeswitcht haben hier auf... Achso, jetzt bin ich hier wieder rausgekommen, ne? Ja, alles klar. Dass wir so viele Skillbäume auf legendär gestellt haben und deshalb bei so vielen Stellen wieder runtergegangen sind auf 15 Punkte. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Oh, Alter, aber Kohle haben die ja ohne Ende. Ja gut, wenn die unzählige Leute getötet haben, werden die wahrscheinlich, bevor sie die Klamotten immer weggeschmissen haben, werden sie die wahrscheinlich auch ausgeräumt haben. Und dementsprechend war wohl einiges an Geld dabei über. Das Essen möchte ich von denen nicht nehmen, das fände ich eklig. Hier sind nur ein paar Eisenstiefel, nichts Besonderes. Da oben waren wir, dann geht's hier rum wohl weit. Was? Ach, hier geht's schon wieder in zwei Richtungen weiter, das ist doch nicht euer Ernst. Ist das eine verwinkelte Höhle? Meine Güte. Wo geht's denn hier hin? Oh, ein kleines Geheimversteck. Unsterbliches Blut. Das Buch. Schreibfeder, magisches Gedöns. Hier liegt jetzt aber nicht so viel. Hier sind noch ein paar Bücher. Was haben wir hier? Das war leer. Ah, eine fette Schatztruhe. Okay, das war jetzt nicht so viel. Ebenerzachs der Stürme, die nehmen wir mit. Die nicht. Okay, es gab also auch in dieser Höhle eine fette Truhe. Die haben wir Gott sei Dank gefunden. Dann können wir jetzt zum nächsten Punkt. Dann geht's hier raus. Dann müssten wir auch bald durch sein mit der Höhle. Das muss es ja gleich gewesen sein, denke ich mal. Was war das? Okay, ganz gewesen war es das noch nicht. Puh. Oh nein, 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 nein. Hier ist noch einer seiner... Aua, Vampirdiener. Also. Euer Kopf gehört mir. So, komm. Und zack. So, das war das. Pfeile, Dietrich,
Gold nehmen wir alles mit. Das ist jetzt alles nicht so von Wert für uns. Okay. Was haben wir denn hier? Zwergenpfeile. Ein kaiserlicher Bogen. Ach, warum nehme ich den denn mit? Ich Depp. Den Bogen hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen. Ja, komm, ist egal. Noch sind wir nicht überladen. Hier haben wir auch nochmal, wie viele Schlafplätze hier auch sind. Das Buch der Daedra. Kommode, sonst noch was drin? Wieder nur Klamotten. Alter, was? Die können einen Klamottenladen aufmachen. Ist ja übel, was hier alles drin ist. So. Na, dann, warte mal, hier ging es weiter, oder? Ja. Und hier ist jetzt der Rückweg, wo wir wahrscheinlich runterspringen können. Genau. Und damit sind wir durch. Oh, endlich geschafft. Boah, aber wirklich, man braucht echt am Schwierigkeitsgrad nicht drehen. Ich bin echt erst... Oh, Moment, bevor wir irgendwas anderes machen. Irgendeins von den Mistviechern hat mich gebissen. Oder? Aktive Effekte? Gesundheit verringert. Sanguinare Vampiris. Ja, wird zu Vampirismus. Nö. Bitte nicht. Zaubertränke. Krankheitsheilung. Chu. Und so, halt. Aktive Effekte. Ist weg. Alles klar, okay. Hat uns wohl doch einer von den Viechern erwischt. Eins von den Viechern, so rum. Oh, so, dann können wir jetzt hier raus. Ja, dann wollen wir die Quest mal abgeben. Ich stecke schon mal das Schwertchen weg. Oh! Hallo? Mutter ruft nach mir. Zeit für mich zu schlafen. Ich bin so müde. Danke, ja. Dass es sich jetzt besser fühlt. Ja, oh. Oh, die Arme. Jetzt findet sie ihre Ruhe. Oh, das ist schön. Das ist schön. Wir haben ihr geholfen, zur Ruhe zu finden. Ihre Mutter ruft sie und jetzt ruhen beide in Frieden. Oh, das ist schön. Das freut mich voll. So, dann wollen wir mal schnell wieder zurück zum Dorf laufen. Gerade die restliche Quest abgeben. Und dann haben wir endlich unser Geisterspukgedöns hier aus dem Dorf gelöst. Okay, das war jetzt ein bisschen dösig, glaube ich. Hier durchs Wasser. Egal. Egal, ging schnell, hat keine Zeit gekostet, alles gut. So, die Fackel können wir auch schon mal wieder wegpacken. Bevor wieder irgendwas schief geht, ist gerade alles super gut gegangen. Wir sind auch, obwohl wir zig Tränke gebraucht haben, nicht gestorben. Endlich über echte Befugnisse ver... High Moon Hall. So. Gutster Jarl, wir haben da Infos. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ja. Sei gegrüßt. Jarlmarsch ist nicht viel, aber es ist ein guter Anfang. Wenn ich mir hier einen guten Namen mache, kann ich mich vielleicht bis an einen Ort wie Rifton hocharbeiten. Ja, schön. Das interessiert mich nicht. Das hast du uns auch schon mal gesagt. Ich wollte nur sagen, der Vampirmeister Movart ist tot. Bei den Acht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das schaffen würdet. Ja, ich zwischendurch vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir all das jetzt hinter uns lassen. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Dann gehe ich mal. Juhu! Bisschen Geld. Na gut. Ich werde für Sauli wahrscheinlich 1200 Goldmünzen haben wir gekriegt. Wenn ich überlege, dass wir ewige Heiltränke gefuttert haben. Und zwar nicht zu knapp, was weiß ich, ein halbes Dutzend oder so. War das wahrscheinlich ein Viertel von dem, was wir an Geld ausgegeben haben, so gesehen. Aber gut, die haben wir ja alle gefunden. Ich musste ja keinen davon kaufen, das ist nicht so schlimm. So, aber so weit, so gut. Wir haben hier also auch unsere Quests erfüllt. Dann würde ich sagen, decken wir hier in der näheren Umgebung noch ein klein bisschen die Karte auf. Wir hatten ja gesehen, hier, da sind noch ein paar Ecken. Die decken wir gerade noch auf und dann schauen wir mal, wann wir uns, dass wir uns die nächste Quest suchen.
Aber wie gesagt, das machen wir jetzt erstmal hier in aller Seelenruhe. Mal schön ein bisschen noch die Landschaft erkunden. Oh ne, das hat nur eine andere Farbe. Es sah aus, als ob ich sammeln könnte. Warum sehe ich schon wieder stapelweise rote Punkte? Alter, Moment. Hier draußen brauche ich keine Fackel, hier brauche ich mein Schild. Was? Diese verdammten... Aua! Die verdammten Viecher! Was machen die Viecher denn hier? Ich dachte, die gibt es nur irgendwie in den alten Dwemer-Höhlen. Alter, da sind die hier in freier Wildbahn. Das finde ich nicht in Ordnung. Gott sei Dank waren das nur kleine. Es wäre auch schon mal fast in die Hose gegangen mit großen, wenn ihr euch erinnert. Ja gut, ich meine, da waren wir noch wesentlich kleiner vom Level her, aber... man muss es nicht drauf ankommen lassen. Man muss es nicht drauf ankommen lassen. So. Oh, hier haben wir noch einige schwarze Punkte. Dann wollen wir mal schauen, was das hier ist. Das sieht ja wieder aus wie so ein... Oh, okay. Das sieht ein bisschen anders aus als sonst. Ein leerer Steintisch. Und hier eine Truhe. Leicht zugeschneit. Und schon offen. Bisschen Geld, Heiltrank. Na, so ein blödes Schild brauchen wir nicht. Okay, hier war deutlich weniger, als ich gedacht hätte. Das sah so groß und prunkvoll aus von außen. Ich dachte, hier ist richtig was los. Nö, scheinbar nicht. Gut, dann gehe ich da nochmal hin. Das müsste von... Den Wachen war das immer so ein Stützpunkt, ne? Dieses Drachenzeichen. Ja, alles klar. Sieht auch hier wieder so aus. Ich mach mal einen auf lieb. Ich steck mal die Waffe weg. Angelegenheiten. Geht weiter. Ja, ist nicht schlimm. Darf ich? Ich möchte Kehrt nur... Euch davon. Geht weiter. Ich möchte nur den Punkt. Ich will euch gar nicht nerven. Darf ich bitte den Schnellreisepunkt hier einmal sehen? Danke. Ja, wieder ein kaiserliches Militärlager, alles klar. Das sind also diese Drachensymbole immer. Ich glaube, die sind aber auch erst so aggro, seit wir, seit sie den Krieg verloren haben, oder? Ich glaube, seitdem... zumindest ist es seitdem schlimmer geworden, habe ich das Gefühl. Na gut, kommt. Dann schauen wir noch, was wir hier für eine Mine haben. Und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss für heute. Es passt ja fast mit der Folgenzeit. Mussten jetzt noch ein bisschen spazieren gehen und ein paar Ecken erkunden. Was ich ja sowieso machen wollte, aber... Die eigentliche Quest von dieser Folge, die haben wir ja schon hinter uns. Oh, was ist das? Ich dachte, wir würden... Steinbühl entdeckt. Ich dachte, das wäre eine Mine hier. Das sieht eher aus wie ein Dorf. Dorf ist relativ wie ein Armenlager. Ich bin nur hier, um in der Mine zu arbeiten. Nichts anderes zählt mehr. Ah, okay, es gibt doch eine Mine. Aber wo? Ah, hier ist der Eingang zur Mine. Alles klar, sei gegrüßt, Soldat der Sturmmäntel. Hier haben wir Schmelze und ähnliches. Gut, man könnte hier also, hier übernachten also wirklich nur die Bergarbeiter. Wobei ich offene Zelte bei dem Schneetreiben echt ein bisschen übel finde. Ja, okay, dann können wir uns hier die Mine angucken. Nee. Weltkarte. Steinbühl. Okay, Steinbühl ist hier also eine Mine. Na gut. Aber wie gesagt, die gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend.
Und beim nächsten Mal geht's genau hier weiter. Also, macht's gut. Ciao.